Ja, Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem Kanal und zur ersten Mod-Vorstellung für den Landwirtschaftssimulator 2019. Ich habe mich heute mal ein bisschen bei ModHub umgeschaut und da habe ich schon festgestellt gleich, dass schon die ersten Mods draußen sind. Wir haben auf jeden Fall einmal einen Käsedrescher mit dabei und diesen Deutz AgroStar 661. Den Drescher schauen wir uns dann gleich später an, aber jetzt schauen wir uns auf jeden Fall einmal den Deutz hier an. Deutz ist ja im Landwirtschaftssimulator 2019 standardmäßig sehr, sehr schwach vertreten. Da ist nur die 9er Serie mit dabei und darum glaube ich persönlich auch, wurde gleich einmal ein Deutz mit rausgebracht in den Mods auf der offiziellen Seite, eben auf ModHub. Der Mod ist für PC und Konsole verfügbar, also kann man auf allen beiden Versionen des Landwirtschaftssimulators spielen. Wir haben hier auf jeden Fall den AgroStar 661, wie man sieht, ein wunderschöner Schlepper auf jeden Fall auch. Aber bevor dass wir uns den genauer anschauen, schauen wir mal kurz in den Shop. Im Shop zu finden natürlich unter der Kategorie Kompakttraktoren. Es ist ja ein etwas kleinerer Traktor und darum eben unter Kompakttraktoren zu finden. Ganz hinten natürlich sind immer die Mods aufgereiht, also die werden nicht nach vorne irgendwie sortiert, sondern die sind natürlich auch im LS19 wieder ganz hinten. Und noch ein kleiner Zusatzanmerk, dass eben es um einen Mod handelt, da steht eben kleingelb dann Mod dabei. Wir klicken das Ganze einmal an und sehen ihn hier schon in diesem wunderschönen 3D-Shop natürlich, das wirklich sehr, sehr gut geworden ist mit diesem 3D-Shop. Wir können auf jeden Fall den Reifenhersteller einmal wählen, von Trelleborg zu Nokian natürlich. Die Straßenbereifung können wir hier wählen, dann können wir noch bei den Reifenvarianten einmal die Standardbereifung, dann haben wir Radgewichte mit dabei, wie man sieht hier hinten wunderbar auch gemacht. Breitreifen natürlich haben wir dabei, dann die Breitreifen mit den Gewichten mit drinnen, wie man hier auch schön sehen kann. Die Zwillingsbereifung nur hinten, auch bei den Zwillingsrädern sehr, sehr schön durch diese Gestänge, wie sie gehalten werden. Also wirklich alles sehr, sehr realistisch gemacht, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Pflegebereifung ist natürlich auch mit dabei, dass man eben auch in ein Feld fahren kann, ohne dass die Frucht eben zerstört wird. Und dann wieder die Standardbereifung. Wir haben hier bei den Eckdaten auf jeden Fall 143 PS, Kraftstofftank, Inhaltvolumen von 209 Litern und eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Das Ganze in der Standardausführung kostet uns 97.000. Wenn wir beispielsweise jetzt noch eine neue Bereifung, ja, dann sind wir bei 98.000 oder bei gut oder schwach 8.000 Euro, wenn wir das Ganze leasen wollen. Oder mieten, besser gesagt. Das heißt ja jetzt hier oben Leasing, aber hier unten sieht man, haben sie es wieder geändert in Mieten. Da wurden ja gleich einmal einige Fragen sind da aufgekommen. Wieso heißt das jetzt Leasing? Ja, es ist im Grunde genommen dasselbe eben. Ja, wirklich auch ein schöner Traktor, also darf man nicht sagen. Wir schauen uns den noch einmal von außen genauer an. Also wir haben auch Fronthydraulik mit dabei, Frontzapfwelle mit dabei und auch Anschlüsse natürlich mit dabei. Im LS19 gibt es ja jetzt dynamische Schläuche vom Standardspiel aus schon, also die es im 17er natürlich nicht Standard gegeben hat, aber im 19er haben die es jetzt Standard geschafft und hier haben wir eben einmal die Breitreifen mit Radgewichten und einmal eben diese Straßenbereifung. Wir hüpfen mal rein, schauen uns ganz kurz das Innenleben etwas genauer an. Ja, wir haben auf jeden Fall vorne animiertes Dach und natürlich standardmäßig mit digitaler Anzeige und auch manueller Anzeige. Die Drehzahl nebenbei geht manuell. Die Spiegel funktionieren natürlich auch. Also vom ganzen, ja, Fahrverhalten her wirklich auch ordentlich. Also da darf man nicht meckern. Es funktioniert alles einwandfrei. Der Fahrer ist auch natürlich animiert. Also der gibt Gas, steigt auf die Bremse natürlich. Also das funktioniert alles einwandfrei. Lenkt auch mit. Ja, jetzt steigt er schön auf die Bremse und lenkt natürlich auch mit, also das funktioniert wirklich alles einwandfrei. Ja,
gibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen über diesen wunderschönen Mod. Endlich natürlich ein zweiter Duett. Mich hatte schon ein bisschen gewundert, als ich mir die Traktoren durchgeschaut habe, da von der Firma Duett eben, wenn wir ganz fix da schauen, wirklich nur im Standardspiel die 9er Serie eben von Deutz dabei ist, finde ich etwas schade vielleicht, da Deutz wirklich ein toller Schlepperhersteller ist. Auf jeden Fall hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber es ist wenigstens der erste Mod schon draußen von der Firma Deutz und da werden bestimmt noch mehrere folgen. Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall mit diesem wunderschönen Bild von euch und begrüße euch dann gleich wieder zurück zur nächsten Mod-Vorstellung für den Käsedrescher, der jetzt ebenfalls als Mod verfügbar ist. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.